Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Legacy Challenge mit Familie Traumtänzer. Ja, ich habe unseren lieben Thomas ausziehen lassen. Ja, liebe Thomas, der wohnt jetzt hier mit drüben, hier mit dabei. Ja, also ist quasi eigentlich der Nachbar geworden. Ich habe ihn einfach da drüben reingeschoben. So, ja. Oh. Sie geht mal ganz fix ins Bett. Ja, ich glaube, du musst erstmal auf Toilette. Lena hatte ich ja eigentlich. Was macht sie jetzt? Plaudert sie mit ihm? Nee, was war denn das? Okay. So, ja, nach bei mir jetzt nach einem anstrengenden Tag, weil ich ja immer noch beim Umziehen bin. Freue ich mich jetzt mal auf diesen Part. Es war ein quasi oh, 12, 14-Stunden-Tag. Kann ich so sagen. Komm, tanz mal. Geh mal tanzen. Oh, nö. Na, komm schon. ja. Und ja, lass uns, glaube ich, nicht darüber reden. Lena geht jetzt auch ins Bett. Das werde ich dann danach auch noch machen. Nach dem Part. Jetzt dann eben am Donnerstag wird es dann doch einen Part wieder hier geben. Also ich habe den letzten Part. Ich kann jetzt schneller bauen. Ah, der ist ja gerade da hinten. Stimmt. Ich gehe mal ganz kurz zu Tristan und gucke mir das hier mit an. Wow, cool. Tristan, Tristan. Ja, also ich habe den letzten Part quasi. Jo, erst nach, ja, jetzt kurz bevor ich diesen hier angehe. Moment. Wir haben einen neuen Durchbruch. Wir haben den vierten Durchbruch. Cool. Komme ich mit dem Satz noch zu Ende? Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt erst so gegen Mitternacht jetzt hochgeladen. Also kurz bevor ich jetzt den hier aufnehme. Quasi könnte man so sagen. Und den hier lade ich dann wieder am Nachmittag erst hoch. Jo, so ist das, ne? Aber jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen hier drauf. So, mein Lieber. Spaß hast du jetzt genug gehabt, dann mach doch mal ausschalten. Ja, und dann gehst du auch mal zu deiner Frau ins Bett. Es ist ja mitten in der Nacht. Wir, nein, du, also Freitag, du musst arbeiten von 6 bis 16. Aber ich glaube, ich interessiere mich gerade ein bisschen für deinen Sohnemann. Ich gehe mit deinem Sohnemann mal arbeiten, okay? Das ist hoffentlich für dich in Ordnung. Du könntest ja auch einen Urlaubstag machen, wobei dann verdient er kein Geld, oder doch? Oh, er muss schon in circa einer Stunde zur Arbeit. Verdient er dann eigentlich Geld oder nicht, wenn ich jetzt Urlaub ihm gönne? Ach, das könnte ich aber trotzdem machen. Moment mal. Urlaubstag nehmen. Arzt. Warum steht in Klammern Arzt drin? Hier spielt neben mir, links neben mir, meine kleine Katze, eine meiner kleinen Katzen. Mit einer Maus. Juhu. naja, egal. So, warte mal. Okay, jetzt sind es zwei der Katzen. So, geh mal, mach mal Urlaub. Und danach kannst du weiter schlafen. Genieße den freien Tag. Sehr schön, Dankeschön. Dann haben wir jetzt nur noch fünf. Was, wie viele hat Lena? Oh, Lena hat schon 8 Tage. Krass. Könnte ich auch mal einen Urlaubstag ihr gönnen? Wenn ich mag. So, Tina, Tristan. Tristan, das ist echt cool, ey. Das Dumme ist nur, ich möchte mal ein bisschen Schlaf gönnen. Oh, wir haben jetzt eigentlich. Wir könnten ja jetzt das Zimmer umändern. Verkaufe ich jetzt eines der beiden? Ja, komm, ich verkaufe das. Ich brauch's ja wirklich nicht, ne?
Wie viel haben wir jetzt? 164. Okay. Ich könnte jetzt schon ein Doppelbett eigentlich kaufen. Dann verkaufe ich das nämlich auch noch. Und geh mal. Na komm schon. Ach. Geh mal in die Schlafzimmer. Und dann schaue ich mal, was haben wir denn für schöne, schöne Doppelbetten? Eine reduzierte Liege. Rustikale Bettstatt. Utopia. Doppelbett. Geruhsame Nacht. So, ich gucke mal auf die Energie. Die beiden haben einen 6. Stress gemildert 4. 2000 kostet es halt. Oh, das wäre das gleiche Bett wie die Eltern, oder? Komm, wir machen mal jetzt. Er ist ein bisschen erwachsener geworden. Er entscheidet sich jetzt für was Schönes. Blau-Schwarzes. Ja. Haben wir eigentlich irgendwo ein Büro? Ach ja, doch, da haben wir. Warte mal, ich muss mal gerade schauen. Ich weiß gar nicht. Sollen wir das mal verkaufen hier? Komm, das verkaufe ich auch. Den Zukunftswürfel, keine Ahnung, den stelle ich mal hier bei ihr mit rein. Den Tisch. Den verkaufe ich auch. Was ist das nochmal? Die Pandora. Die bekommt mal das Töchterchen. Hups. Bekommt das mal mit ins Dings gestellt. Das ist noch eine Kinderkommode. Das können wir ja eigentlich so. Huch. So mit reinstellen. Die Kinderkommode selber, die können wir auch nochmal verkaufen. So, was haben wir denn noch? Yep. Non plus Ultra. Was in Schwarz-Blau hätte ich dann jetzt quasi gerne. Aber was Helles, genau. Ja, wunderbar. Das passt doch. Noch eins bitte. So, und dann brauchen wir noch eine Kommode, die auch irgendwie passend sein sollte. Schwarz-Blau. Oh, wie schick. So, wow. So. Sehr schön. Genau, Spiegel, da hatte ich auch gerade dran gedacht. Ein Spiegel, aber ein Spiegel über die Kommode fände ich jetzt ganz schick. Dazu muss ich jetzt gerade mal. Es war jetzt eigentlich gar nicht geplant, dass ich hier umbaue. Huch, kannst du ruhig lassen. Was kostet der Spiegel? 40. Okay. Das darf nicht davor stehen, das ist ja doof. Das müsste was Schwarzes dann sein. Schade, kein Doppelspiegel. Ah, warte mal. Der ist mir zu klein. Wie schaut es damit aus? Okay, dann mache ich einfach nur einen zwischen rein. Okay. Irgendwas Dekoratives in die Ecke. Was Größeres. Wie groß sind denn die Dinger? Ach komm schon, gib mir was Größeres. Die sind so mickrig. Ja, okay. So. Und ein hübsches Bild an die Wand, das irgendwie ganz gut ins Zimmer passt. Ins Schlafzimmer, sorry. Selbstachtung. So, wow, cool. Und so, warte. Da passt natürlich auch noch was hin. Ach, ein Wecker oder was? Hä? Muss ich den aufhängen? Ich wollte den noch hinstellen. Muss ich einen anderen nehmen? Na egal. Warte mal, nee, Lichter. Nein, ich will den nicht.
So, Lichter. Aber ich hätte gerne was. Eigentlich jetzt was. Das aufmerksame Auge. Sieht, also gefällt mir im Grunde. Man kann natürlich noch mal ein bisschen gucken. Aber das gefiel mir jetzt gerade. Rechts und links. So. Jetzt haben wir genug Geld mal wieder ausgegeben. Ich glaube, das reicht. Wobei, ein Teppich wäre noch cool. Oh, sorry, eins noch. Teppich. warum habe ich da keine Teppiche im Schlafzimmer? Das ist doch doof. So, Teppich. Jetzt würde natürlich was Hellblaues auch dazu passen. Oh, das ist ja viel zu groß. Was Hellblaues. Hellblau. Nö. Guck mal, jetzt habe ich auch noch so doch tatsächlich das gleiche gehabt wie bei den Eltern. Wisst ihr, ich will eigentlich... Ich fände es eigentlich mal cool. Das sieht aus wie die... Wie das, was unten drunter ist, ey. Mann. Ach, kommt schon. Ich will irgendwas Cooles. Dann nehme ich kein Hellblau, sondern ich nehme was Kräftigeres. So. Und noch einen. So. Sieht es gut aus? Ich weiß es noch nicht, ob es mir gefällt. Eigentlich müsste es unter dem Bett sein, oder? Egal. Ich lasse es jetzt so. So, ich sage jetzt mal, dass du noch mal eine Runde schlafen sollst. Ich finde es aber eigentlich ganz hübsch, muss ich gestehen. Tristans Zimmer. Juhu. Ja, Tristan, geh mal ins Bett. So, wer von euch ist jetzt eigentlich als erstes wach? Tina wird als erstes wach werden. Die muss sowieso auch in einer Stunde zur in die Schule. So, isst nochmal den Rest von dem frittierten Gemüse, den da irgendjemand liegen gelassen hat. Wobei, tja, sie geht in die Schule. Ist dann halt einfach mal so. So, dann spulen wir mal einfach weiter. Um 10 gehen wir mit Tristan. Rechtschreibehilfe. Das soll die Hilfe annehmen oder raten? Hilfe annehmen. Tristan sollte sich sein gutes, erhaltenes Notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Vielleicht ist ja heute der Tag für einen großen Durchbruch. Gehst du mit zur Arbeit oder soll dein Zimmer allein gehen? Ich möchte mitgehen. Das gönne ich mir. Ich gehe mit. Ich bin gespannt. Also, das ist die dritte, wird ja die Polizistenkarriere sein. Und deswegen muss ich leider gestehen, Sammeltag. Dem Labor gehen die Vorräte aus. Du musst mehr Proben sammeln, damit das Labor weiterforschen kann. Halte die Augen offen. Okay. Warte mal, ich wollte doch was gerade sagen, ne? Die Polizistenkarriere. Tristans Sohn wird definitiv Polizist werden. So, also. Sagen wir mittels auf falsch, sagt der Wettkampf, Tina hat verloren, die Streberin fällt lachend vom Stuhl, die Hälfte der Klasse lacht damit. Was für ein gemeiner Trick. Na, das ist ja super. Heurika hat auch das Lied schon wieder was gebracht. Krass, wow, cool. Deswegen fühlt sie sich jetzt auch noch unwohl, unsere liebe Tina. Naja. So, was sollen wir jetzt machen? Sammelobjekte finden. Früchte, Blumen aus dem Garten ernten oder deine Kollegen um Kristalle oder Metalle bitten. Okay. Kristalle oder Metalle. So, ich stelle mich mal dir freundlich. Ja, das können wir natürlich erstmal machen. So. Mit Kollegen plaudern. DNA-Probe von einem Sim nehmen. Wie mache ich das denn? Labortechnikerin, so. Kann ich dich mal sprechen? Komm schon. Hallo. Ich wollte mich mal freundlich vorstellen. Die lässt sich nicht ab. Susu. Nach Gehalt fragen.
So, wo finde ich denn das jetzt dann? Um Kristall bitten. Tristan ist ehrgeizig. Ehrgeizige Sims sind sehr karriereorientiert. Läuft die Arbeit gut oder schlecht, wirkt sich das auf ihr Gemüt aus. Okay. Ich muss pieseln. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich nicht gut. Nicht gut fürs Gemüt. So, das verwende ich gerade mal. Hat sie mir eins gegeben? Ja. Ein Turmalin. Oh, ein hübscher Stein. Ja, wir plaudern auch gerade noch mal, damit wir hier das so... Achso. Oh, das müssen wir 2 von 3. So, jetzt geh mal bitte erstmal auf Toilette. So, dann können wir... Ach, da können wir... Wenn wir schon in der Nähe sind... Nee, warte mal. So, Moment. Alles ernten. Alles ernten. Mikroskopprobe sammeln. Achso, was soll ich machen? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ernten. Ist das das Gleiche? Ernten. Mikroskop sammeln. Dann ihn hier mal freundlich vorstellen. Rezeptionist Ben Müller. Ich bin angespannt, weil... Beförderungssorge. Warum machst du das als erstes? Okay, und ihn kann ich auch nicht nach irgendwas fragen. Dann hör mal auf, mit ihm zu plaudern. Einen Kollegen um ein Metall bitten. Ich muss bis 19 Uhr noch einige... Oh! Okay, so kann man es natürlich auch machen. Jetzt habe ich natürlich ganz, ganz viele hier gesammelt. Aber das macht ja dann nichts. Das ist ja dann... bewässern, bewässern, bewässern. Oh, naja, mach erstmal. Bewässer erstmal. Eine Objektträgerprobe wurde im Inventar abgelegt. Genau, jetzt können wir im Grunde analysieren. So, das war, glaube ich, noch bewässern. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen schneller. Irgendwie, das ist auch für... Ja. Das scheint auch... warte mal, kann ich die denn nicht auch noch um einen Milchkristall oder Metall bitten? Och ja, das mach ich doch gerade mal. Huch, meine Katze springt auf den Schreibtisch. Okay, das hätte aber auch daneben gehen können, meine Kleine. So, tut mir leid, ich kann dir momentan nicht mit Metallen aushelfen. Okay, nicht draufklettern, Kleines. So, brillante Erfindung enthüllen. Oh ja. Ob ich das bei ihr alles enthüllen soll? Ah doch. Oh, sie freut sich. DNA-Probe, wie mache ich denn das? Also warte mal, warte. Da stand kennenlernen. Das fand ich jetzt interessant. Hier. Dann lese ich mal. Wähle ein Sim und dann um DNA-Probe bitten. Freunde stimmen eher zu. So. Jo. Wo kann ich denn jetzt... Ach, da hinten. Da kann ich Pflanzenprobe analysieren. Wobei ich... Naja. Eigentlich nicht analysieren musste, ne? 20 Minuten angeln gehen. Wo soll ich denn hier angeln gehen? Hallo? Was mache ich denn? Oh, nee, nicht dahin gehen. Also, wie soll ich denn das hinkriegen hier, hm? Haben spektakuläre Resultate erbracht. Ein Sammelbild seiner Entdeckung wurde in seinem Inventar abgelegt. Sehr schön. Das hier... Kann ich das hier... Guck mal, wir verschönern das hier. Hm? Das ist doch cool. Was ist das? Pflanzenobjektträger. Da haben wir noch ein Kristall, ein Turmalin. So. Wartet doch mal. Ach,
rennt doch nicht alle davon. Du bist ein Labortechniker. Ich stelle mich mal dir auch freundlich vor. Dich kenne ich noch nicht. Stehen sie alle da? Oh! Geburtstag von Lena. Um DNA-Probe bitten. Will er nicht, hä? Um Kristall bitten? Okay, ich verstehe. Das will nicht jeder machen. Idee mitteilen. Über Aliens theoretisieren. Brillante mitteilen. Über was könnt ihr denn noch interessieren? Tag verschönern. Jetzt kommt das Kompliment machen. Ich schleim mich mal ein bisschen ein bei ihm, aber er ist angespannt. Warum ist er angespannt? Weil ich die DNA-Probe von ihm wollte. Okay, ich quatsch mal einfach jetzt mit ihm weiter. Plaudern, das ist ja schon mal was. Was kommt als nächstes? Soll ich ihn jetzt auch noch um ein Metall bitten? Ich selbst bin auch angespannt, sehe ich gerade. Ein Metall analysieren. Wähle ein chemisches Analysegerät. Wähle dann ein Metall zum Scannen. Inspirierte oder konzentrierte haben höhere Erfolgschancen. Okay. Was für ein Gerät? Chemisches Analysegerät. Das da? Nö. Das hier? Welches ist denn das Analysegerät? Gerät erfinden. Ein Simri. Komm, wir erfinden jetzt mal das Gerät da. So. Ich mache einfach mal, ne? Ich habe noch 40 Minuten. Ich hoffe, wenn nicht, dann kann ich das morgen weitermachen. Ich brauche Vergnügen. Das auch noch. Und eigentlich überziehe ich gerade, merke ich. So lange wollte ich doch gar nicht machen. So, jetzt sind wir leider hier. Ja, okay, 351 habe ich bekommen. Ich hoffe, ich kann da quasi morgen weitermachen. Ja, und ich sage jetzt ein Tschüss und Goodbye und wir sehen uns in einer nächsten Runde von der Legacy Challenge mit Tristan, Thorsten und den Mädels. Wobei, es war jetzt gerade Freitag und das heißt, dass morgen ja sozusagen sein Hochzeitstag sein wird. Und heute ist nochmal Lenas Geburtstag, ne? Das war ja auch noch der Fall. Ich muss jetzt gerade ganz kurz gucken. Ein Stückchen Torte wäre noch da. Das wird nicht reichen. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal was kochen, was backen. Dann sage ich ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, eure Sagi Night Owl. Ciao, ciao. Goodbye.